Hallo meine lieben Gamer-Freunde und herzlich willkommen zurück bei Witcher 3. Ja, in der letzten Folge haben wir den Geist im Brunnen zerstört, beziehungsweise auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch befreit. Los, lauf! Weil sie war ja an diesem Ort gebunden und das fand sie bestimmt selber jetzt nicht so Bombe. So, und zwar folgendes. Wir hatten uns jetzt gerade nach den zwei, beziehungsweise nach dieser toten Frau und deren Mann erkundigt. Und er meinte, also der Auftraggeber meinte, dass die Kräuterfrau ja irgendwie was wissen müsste. Deswegen würde ich da auch gerne mal kurz hin. Da bin ich aus Versehen gesprungen. Dabei wollte ich doch nochmal ganz kurz hier absteigen. Und wir müssen definitiv mehr Kräuter einsammeln. Blütenblätter der Weißen Myrte. Davon müssten wir aber eigentlich schon eine Menge haben von der Weißen Myrte. Schellkraut. Die taucht immer mehr auf der Karte. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ach du Gott. Was haben wir hier? Spitzwegerich. Was haben wir hier? Krähenauge. Der wirft die Jungen, also die Kinder hier sind irgendwie, die sind alle komisch. Der Teufel aus der Eiche schaut, mit Freude seinen Trunk gebraut, gießt ihn mit großen Schlucken runter, so schnell wird der nicht wieder munter. WTF. Die Kinder sind komisch, habe ich das schon mal gesagt? Moment, hier drüben. Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Das ist aber schön. Und hier haben wir Arenaria, das hatte ich gerade auf der Weltkarte gesehen. Das hätten wir jetzt gerade eben gebraucht, um dieses eine Mittel gegen Geister herstellen zu können. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wenn wir da genug Zutaten haben. Wo müssen wir jetzt hier? Nach links müssen wir. Also einmal nach da. Da drüben. Ist es nicht das Haus? Das ist noch zu nah. Ich glaube, das da hinten war es. Da, wo wir die Dächer sehen. Entschuldige, dass ich hier gerade über dein Land reite. Ja, genau dort. Der Reiter wird doch da mal kurz hinein. Vielleicht kann sie uns auch irgendwie zur Alchemie helfen. So. Hallo. Ja? Kennst du eine Frau namens Claire? Hast du schon mal von einer Frau namens Claire gehört? Sie hat hier irgendwo gewohnt. Von ihr gehört? So könnte man es auch nennen. Claire war eine Freundin, der einzige Mensch, der mir in Weißgarten lieb war. Dann bekam ihr Mann Volker Streit mit dem Grundherrn. Er ist daraufhin mit seiner Familie in die Wälder gezogen, um eine neue Siedlung aufzubauen. Der Herr und sein Gefolge ritten hin, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Es sollte ohne Gewalt und Blutvergießen ablaufen, aber du hast es ja gesehen. Claire hat wohl etwas über Florian gesagt, den Sohn des Grundherrn. Etwas, was den Herrn erbost hat. Aber wer weiß schon die Wahrheit? Reichlich viel Pech für so ein kleines Dorf. So ist das in allen Dörfern, auch den kleinsten. Man muss nur fragen. Aber beenden wir das Treffen nicht tragisch. Hier etwas Trost. Was denn für Trost? Erfahrungspunkte 10, ja, danke. Und 10 Kronen. Ja, sag ich jetzt nicht nein, dankeschön. Sei Peter auch noch, Mensch. Berberrohrfrucht. Wer kommt da rein? Hallo? Was hat sie uns jetzt... Ach du Gott, was gibt sie uns denn alles mit? Ach, ist das doch die Verletzte, stimmt? Der scheint es aber recht gut zu gehen hier. Die hat wahrscheinlich gerade Mittagspause gehabt und hat ihren Einsatz verpasst. Die war gerade Mittagspause machen, hat ihr Brot gegessen, wollte dabei ein bisschen draußen in der Sonne entspannen und dann hat sie aber zu spät gemerkt, dass wir gerade reinkommen. Jetzt hat sie sich wieder hingesetzt, damit sie in ihre Rolle wieder eintauchen kann. Ja? Nee. Hast du Kräuter im Angebot? Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Die ist irgendwie total knuffig. Ich mag die, die ist mir echt sympathisch. Stimmt, das haben wir zu verkaufen. Was hat sie denn hier alles Schönes? Herausgerissene Seite. Troll, absolut. Also für mich ist das teilweise ein bisschen zu klein geschrieben, ey. Manches ist da echt schwer zu erkennen. Wo? Genau. Arenaria. Ach, Mann. Ach, das ist mir zu klein. Mir ist, muss ich echt sagen. Wie viel kostet das? Ach, nee, doch. Kostet doch ein bisschen was. So viel Gold haben wir jetzt auch nicht. Ja, das ist ein bisschen teuer. Dann machen wir uns doch dann lieber selber auf die Suche. Was hast du denn hier? Wolfsleber. Nee, da fangen wir doch erstmal selber eine Sammlung an.
Wir könnten ihr natürlich auch ein bisschen was verkaufen. Wir haben hier... Ach, das hat sie uns ja jetzt gerade erst gegeben. Das wird sie sicherlich nicht wiederhaben wollen. Hatte sie uns Haarschleierlinge? Ich bin mir da nicht so sicher. Da kann sie nichts gebrauchen. Hier, wir könnten ihr das, aber für reines Silber nur 9 Münzen. Okay. Ah, schon wieder. Ich vergesse das immer wieder. Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher. Überspringen. Denn ich möchte hier Alchemie. Zum Herstellen gehen, so benötigst du die richtigen Zutaten. Ernsthaft? Ich glaube, ich muss das jetzt ausmachen. Taucht das dann immer wieder auf? Weil ich hatte mal die Konsole kurz ausgemacht. Beziehungsweise aus dem Spiel raus. Samum. Blendet Gegner im Explosionsradius, zerstört Monsternester. Oh, jetzt haben wir es schon hergestellt. Erfolgreich hergestellt. Nein, nicht nochmal! Gut. Huhuhuhu. Jetzt müsste... Wo taucht das jetzt auf? Gegenstand ist unverkäuflich. Ach, wir sind ja gerade beim Verkaufen. Das wollen wir ja nicht. Leb wohl. Jetzt mal kurz Optionen. Ne, hier Tutorials. Achso, das ist das. Ja, Njak. Tutorial-Nachrichten. Oh, Njak. Aus. So. Punkt. Aus. Basta. Inventar. Jetzt als Bombe. Theoretisch. Haben wir sie jetzt da unten? Sehr gut. Okay. Okidoki. So wird ein Schuh draus. Klauen wir ihr das jetzt? Ich möchte jetzt nichts klauen. Aber ich denke mal, hier bei den Kräutern, da wird sie nicht böse sein. Ja, ist doch der Wahnsinn, was hier alles... Guckt euch auf der Karte an. Das hört ja gar nicht auf. Aber ist ja auch okay. Das ist ja vollkommen Blödsinn. Komm her. Wir reiten jetzt nämlich zurück ins Dorf. Oh nee, hier. Lass mal hier rüber reiten. Ich habe eine individuelle Markierung gesetzt. So. Über Stock und Stein bricht dir nicht das Bein. Und so weiter und so fort. Haben Sie Probleme, mein Herr? Nein, was willst du von mir? Mit dem muss ich jetzt erstmal hier ein Wörtchen reden. So geht das nicht. Was willst du? Was willst du? Ja. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Denn der Rest laufen wir jetzt einfach mal. Oh. Die Beste von Weißgarten. Achso, das schaut nicht so geil aus. Kann ich das untersuchen? Nee, kann ich nicht. Ich höre es doch schon wieder knurren hier. Was ist da drüben? Was ist denn das? Verlassene Städte. Hier sind einige Städte verlassen. Was ist denn das für ein Vieh? Was sind das Ghule? Die Ghulen könnten mal fertig werden. Ja, ist ein Ghul. Nee, warum steckst du denn da... Du bist so blöde. Warum steckt denn der das Schwert zurück? Ist der blöd oder was? So. Die machen wir jetzt mal hier fix fertig. Kontert. Getötet. Aua, aua. Gleich doppelt. Haben wir gleich beide auf einmal getroffen. So, was können wir denn hier aufnehmen? Giftextrakt. Das sind aber diese eklige Ghule. Giftextrakt, Ghoulblut, Meistergegenstand, Alchemie und Handwerk. Haben wir noch jemanden, noch einen Gegner oder sowas? Ich denke mal, dass es diese drei Ghule waren. Diese drei Ghule haben diese ganze Städte zerstört, das ist der Wahnsinn. Warte mal, ich sehe auf der Karte, sehe ich dieses eine Symbol. Was bedeutet das denn jetzt aber? Filter.
Achso, das ist einfach nur das Zeichen für verlassene Städte. Achso, okay. Ich dachte, hier wäre noch irgendwas möglich. Das Ding schon wieder. Gott, das Pferd haben sie aber ziemlich auseinandergenommen. Gibt es hier sonst irgendwas für uns zu entdecken? Über hier. Gibt es. Ah, davon haben wir ja genug. Ich habe jetzt schon wieder geschrien. Da ist ein neuer Ghoul aufgetaucht. Angriff! Zack! Kritischer Treffer. So. Oh! Gefahr gebannt. Die Bevölkerung ist zurückgekehrt. Ach, sehr schön. Cool. 90 Erfahrungspunkte. Vielleicht schaffen wir das doch noch. Wir brauchen nicht mehr viele. Wir brauchen noch 184. Ja, ich kann rechnen. Erfahrungspunkte. Dann haben wir die nächste Stufe erreicht. Und mit dieser neuen Stufe würde ich mich dann an die Greifen schon rantrauen. So, Bevölkerung ist zurückgekehrt. Wo ist sie denn? Interessant. Aber wo hat denn sich dieser Ghoul versteckt? Das würde mich interessieren. Ah, deine Gegenstände wurden aufgewertet. Das ist schön. Ah, jetzt sehe ich verbesserte Waffen für eine Viertelstunde. Interessant. So, da ist eine Tür und die können wir rein. Was haben wir denn da hinten schon wieder? Tiere. Okay. Wölfe. Hallo? Hallo? Also solange hier noch jemand ist, gucke ich mich jetzt hier ein bisschen um und nehme auch ein bisschen was mit. Boah, Meteoritenerz, Silberbarren, geil. Nicht schlecht, Freunde. So doch hier alles finden. Irgendwann müssen wir auch. Verwesendes Fleisch. Nee, lass mal. Da liegt doch ein Buch, ich will das Buch haben. Was wir dann mit all den Gegenständen hier machen können, werden wir so alles im Laufe des Spieles erfahren, glaube ich. Das sollten wir nicht. Wir können die Hoffnung nicht aufgeben. Was ist denn jetzt los? Du musst erstmal alles sauber machen, hier, die Arme. Wirklich keine Kinder als Preis für deine Hilfe? Hallo? Wie geht's dir? Ach, und dann noch fragen, wie es uns geht. Nee, ist klar. Ehrlich, ey. Da hilft nur noch beten und hoffen, dass uns das Böse verschont. Cool, cool, cool. Oh, ein Kaufmann, sehr gut. Sei gegrüßt. Zeig mir deine Waren. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. So, was haben wir denn da Schönes? Alraunenwurzel. Davon hat er so und so viel. Es wäre cool zu sehen, wie viel Stück wir davon haben. Warte mal. Nee. Ich bin nämlich am überlegen, da unten sehen wir ja, wie viel es kostet. Ich verstehe aber nicht so ganz, was die 3 vor der 12 noch heißt. Das habe ich noch nicht so ganz durchschaut. Was hast du noch so? Wasserflasche. Ist gut. Für 41. Oh. Gucken wir erstmal, ob wir ihm was verkaufen können hier. Aber solange wir nicht wissen, was wir damit anfangen können, will ich es jetzt auch nicht irgendwie sinnlos verkaufen. Das ist der Punkt. Das ist unseres. Kann ich dir ein Schwert anbieten hier? Verkaufen. Wie viel haben wir jetzt bekommen? 6 Münzen oder was? Was haben wir denn hier noch? Zur Herstellung von Ausrüstung Gegenstände. Wir müssen echt mal mit den ganzen Sachen zum Schmied, die wir jetzt gesammelt haben, und gucken, was möglich ist. Plötze! Da hilft nur noch beten. Na, mach doch. Vielleicht haben wir ein paar Kräuter noch, die wir mal mitnehmen werden. Da hilft nur noch beten. Ja, dann macht das Sache halt. Ehrlich, eh. Anstatt mir davon zu labern, solltest du es auch machen.
Wer hat denn jetzt schon wieder Mord? Was ist bei euch kaputt, Leute? So, mittlerweile ist es schon Abend geworden. Die Sonne geht unter. Diese Farbe ist so geil. So. Sorry, wenn ich so ruhig bin manchmal, aber ich muss manche Eindrücke hier auch erstmal verdauen im positiven Sinne. Und auch erstmal klarkommen damit. Da unten. Okay. Weiter so, Plätze. Plätze. So. Absteigen und gucken, was möglich ist. Hup. Hallihallo. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Das weiß ich selber noch nicht so wirklich. Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Können wir denn irgendwas herstellen? Müssen wir gucken. Aber überall fehlt uns leider etwas. Nee, also Oberkörper. Oh Gott. Plunder. Was bringt das? Kann ein Händler verkauft oder in Handwerkzutaten zerlegt werden? Schema, Heft. Ich verstehe das gerade nicht. Okay, gehärtetes Holz. Okay. So, und jetzt gucken, reparieren. Wie geht's zu unserem Schwert? 81%, okay. Alles bestens. Hab ich Mist gemacht? Warte kurz. Muss man was überprüfen. Haben wir das Schwert? Wir müssen über Schwert, okay. Ich habe gerade nämlich das Stahlschwert beim Reparieren gesucht, aber anscheinend. Ja, überspringen wir. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Nein, ich bin. Ja, Leute, es tut mir leid. Handwerk. So. Gibt nichts zu verbessern. Zerlegen. Da mal ein bisschen was. Ein reines Silber kann in Silberbarren, das ist gut. Das ist gut. Silberbarren kann ein Silbererz. Also, was haben wir hier? Genius Essenz, Monster Essenz. Interessant, noch mehr Monster Essenz. Alles magische Gegenstände. Ein Holz, Schnur, Lederstück. Die Frage ist jetzt, was können wir denn machen? Ja, zum Beispiel hier, Schema, die Meritium-Barren. Aber ich brauche keinen Barren. Ich brauche eine Rüstung. Irgendwas Härteres. Er ist ja Rüstungsschmied. Hier können wir Rohstoffe herstellen, Gegenstände. Schema, Silberplatte. Oberkörper. Kriegerlederjacke. Was bräuchte man denn dafür noch? Draht. Leder, Lederstücke. Geier, Moena, Rüstung, Oberkörper, Hammer. Ach je. Und das würde die Rüstung um 15 verbessern. Zur Schmetterresistenz, das würde echt helfen. Deswegen. Oh Gott. Puh. Müssen wir zum Zerlegen. Wir brauchen Draht. Und das kriegen wir von der Angel. Nee, das ist Schnur. Wir brauchen Draht. Wir brauchen Lederstück. Das ist klar. Lederstück und Schnur. Da kannst du jetzt erstmal eins zerlegen. Und jetzt aus Inventar entfernte Gegenstände. Altes Schaffell, dem Inventar hinzugefügt, habe ich nicht gesehen. Handwerk. Jetzt nochmal. Komm auf. So. Haben wir jetzt ein Lederstück, aber wir brauchen Draht. Wir haben aber Schnur bekommen. Trotzdem weiter zerlegen. Entschuldigung. Nochmal. Altes Schaffell. So. Damit haben wir genug Lederstücke. Reicht dieser Pechdraht? Oder muss es normales Draht sein? Zwirn, Eisenerz. Jack.
So, was? Man müsste viel schneller da hin und her auswischen können. So, also, wir brauchen jetzt noch Draht und Leder. Hat er etwas davon? Draht oder Leder? Zwirn? Baumwolle? Schnur? Nein, hat er nicht. Hat er Leder? Lederstücke? Leder, hier. Drei, ja genau, für das Geld, genau, für 63 Münzen kriegst, nee, bestimmt nicht, nein. Hier ist der Draht. Kostet weniger. Wie viel Draht braucht man? Aber wenn wir das Leder nicht haben, dann brauchen wir uns darum jetzt gar nicht zu scheren. Ich bin schon wieder falsch. Wir brauchten ein Leder. Aber zwei Draht. Okay, du kannst uns gerade leider nicht weiterhelfen. Tut mir leid. Leb wohl. Ach, Herr Jemine. Gut. Was für ein Ding? Und nochmal hier. Ach, ein Soldat. Okay, wir gucken jetzt nochmal hier ans Brett. Rechts unten ist verschwunden. Da war, glaube ich, das mit diesem Brunnen gewesen. Wie gesagt, ich würde gerne Stufe 3 noch erreichen. Das Gespräch ist, wenn man welche auf Befehl unserer dieser Gegengültigkeit haben wird. Ja. Gute Leute, ihr lebt nicht länger in einem Land der Barbaren, wo jeder tun lassen kann, was er. Die kosmischen Kräfte haben euch die Fackel der Aufklärung gebracht, was in der Hand nimmt. Und jetzt? Nicht. Ach, komisch. Ich muss das aber das durchblicken. Wir, beziehungsweise ich weiß nicht. Da steht's doch jetzt. Seit wann steht denn da empfohlen Stufe 3? Habe ich das bisher immer übersehen? Aber dann ist es ja gut, was ich hier gerade vorhabe. Das ist ja jetzt nicht so verkehrt. Also, das habe ich jetzt noch nicht mal so doof gedacht. Ein Moment, mein Computer macht mal wieder verrückte Sachen. So, Nebenquest. Auf dem Sterbebett empfohlen. Sammel. Komm, dann machen wir das jetzt. Aber wir wissen ja noch nicht, wie wir Schwalbe zubereiten. Weltkarte. Das zeigt uns jetzt bestimmt bloß. Nee, das zeigt uns nicht das Haus. Aber ich weiß nicht, wo. Nee, es wird uns gar nichts angezeigt. Nee. Nichts. Okay. Wie stellte man denn jetzt Schwalbe nochmal her? Was brauchen wir denn dafür? Da. Also, Zwergenschnaps, Schöllkraut und das Ertrunkenenhirn. Stimmt. Wo kann man denn das finden? Beschleunigte Regeneration. Also, das ist. Ertrunkenes Schöllkraut sollte nicht das Problem sein. Davon haben wir schon ein bisschen was gefunden. Aber ertrunkenen Hirn. Pusteblume. Sie hatte das ja auch nicht. Ertrunkenen Hirn. Wir reisen jetzt mal dahin. Ertrunkenen Hirn, das kann doch nur in der Nähe vom Wasser sein. Und da reisen wir jetzt in der Nähe eines Flusses. Wo ist Plötze? Plötze? Ah, jetzt kommt er. Jetzt sehe ich ihn auf der Karte. Das hat aber gedauert, mein Freund. So. Und ab geht er. Auf geht's Plötze. Ab in die Dunkelheit gleich wieder. Entschuldigung. So, und jetzt. Eigentlich können wir jetzt schon wieder fast zu Fuß gehen. Weil ich werde ja Kräuter aufnehmen müssen. Da müssen wir dann. Ich war total idiotisch, Plötze zu rufen. Aber hey, Plötze ist bei uns. Pusteblume. Wir nehmen einfach alles mit, was wir finden können, ehrlich, ohne Mist. Hunde-Petersilie. Melissa-Frucht. Noch mehr davon. Aber da müssen wir vielleicht runtertauchen, wäre das auch eine Möglichkeit. Gibt's Neuigkeiten aus Vysima? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Was waren da jetzt gerade rot? Hier haben wir das und hier war doch gerade was rot.
Da war doch ein rotes Dreieck. Ich weiß aber nicht warum. Müssen wir dafür untertauchen? Tauchen. Es tauchen keine Kräuter irgendwie jetzt gerade auf hier. Enttäuschend. Sehr enttäuschend. Okay. Hier am Ufer finde ich auch. Nein, jetzt habe ich was gegessen. Das wollte ich noch gar nicht. So ein Mist. Aber das sind doch solche Ertrunkenen. Was habe ich hier eingestellt? Schutzschild, Feuerschaden. Haben wir eigentlich durch den Eintrag im Glossar? Mittagserscheinen, Teufel beim Brunnen. Ah, das war ein... Okay. Ertrunkener. Hier haben wir es doch. Igni, das Zeichen Igni. Und Igni ausgesucht. Sehr gut. Hey, ihr Mistviecher! Kommt her! So. Da drüben so. Wow! Was ist denn da jetzt explodiert? Kommt her! So. Wow! Ey, die können aber auch echt was austeilen. Dann nehmen wir jetzt mal einen Schluck Wasser. Den Hammer. Noch den. Zack. Aber geteilt. Da hinten ist noch einer. Aber wir können von denen jetzt... Doch, hier können wir was aufnehmen. Monsterknochen. Das ist jetzt nicht das, was ich brauche. Monsterblut, Monsterknochen. Ja. Haben wir den jetzt nicht getroffen, oder was? Euer Ernst? Zack. Gar nicht zum Angriff kommen lassen, den Gegner. So. Bestimmt noch was zum Aufnehmen. Das ist aber echt nicht das, was ich mir erhofft habe. Na komm, aufnehmen. Was haben wir da drin? Jägerstiefel. Gehärtetes Leder, Silbererz, Schema Breitkopfbolzen, Manuskriptseite, tanzender Stern. Das heißt jetzt was? Neues Alchemie-Rezept. Velena Langschwert, Holz, Wasseressenz, herausgerissene Seite, Erzgreifen, Absolut, Krone. So, wir stehen auf der Kiste. Okay, gut. Was haben wir denn jetzt hier alles? Wir haben dieses Schwert. Vergleichen hiermit. Viele, aber wenn ich das richtig verstehe, der Rüstungsdurchbruch, diese Rüstungsdurchbohrung weg. Wir hätten aber Schaden von 30 bis 36. Das ist ziemlich gut. Deswegen rüsten wir uns jetzt damit aus. Die Stiefel. Hätten wir mehr Rüstung? Und Durchbohrungsschadenresistenz, also viel mehr Resistenz. Aber der elementare Resistenz ginge weg. Aufschlitzen bleibt gleich, es kommen zwei andere Resistenzen hinzu und eine geht weg. Und es ist auch nicht wirklich so fortgeschritten. Also wir haben ja gerade mal 95%, wie soll ich das sagen? Es ist noch zu 95% ganz unsere aktuellen Stiefel, die gerade nur zu 69%. Aber sie haben zwei Rüstungen mehr, das ist gut. So, und jetzt haben wir hier Monsterknochen, Alchemie, klar. Das ist alles Alchemie und, sag schnell, zur Schmiedeherstellung wichtig. Ja. Gut. Hat mir jetzt hier was. War jetzt hier was dabei? Nö. Es waren jetzt einfach bloß, sag ich mal, Anleitungen für neue Getränke und sowas. Okay. Gut, ich würde sagen, es hat sich schon gelohnt, dass wir jetzt hier nochmal hingegangen sind. Das, was wir eigentlich finden wollten, haben wir leider nicht gefunden. Da müssen wir uns dann in der nächsten Folge weiterhin auf die Suche machen, damit wir das Getränk Schwalbe herstellen können. Ich habe noch keine Ahnung, wo wir das finden, aber
wer sucht, der findet. Jedenfalls besten Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dann bis zum nächsten Mal bei Witcher 3.